Hey Skatfreunde, wie weit reizt ihr diese Karte beim Skat? Und ja, perfekte Frage, wo sitzt ihr überhaupt? Ihr sitzt in Hinterhand und Mittelhand hat bereits 24 gereizt, die von Vorhand gehalten wurden. Jetzt seid ihr dran, geht die Reise noch weiter für euch? Und Moment mal, warum frag ich überhaupt? Na Leute, genau diese Partie hat sich ereignet am Dienstag in meinem Livestream Skat Community Club. Der Spieler hier sitzt in Hinterhand. Und wenn jetzt irgendeiner von euch weniger als 33 gesagt hat, also gar nicht ans Spiel gekommen wäre, der kann jetzt hier direkt ausstellen. Ihr werdet doch wohl dieses Riesenspiel 7 Trumpf mit Seitenass weiter gereizt haben. Also bei 33 ist der Spieler hier Besitzer geworden. Er griff in den Skat und was fand er dort? Wahrscheinlich zu seiner großen Überraschung, aber auch Freude, noch 21 Augen. Ja, das Spiel hat sich nicht wirklich verschlechtert. Eine echt schöne Ergänzung. Jetzt die Frage an euch, wie drückt ihr diesen Vorfall und was für ein Spiel sagt ihr überhaupt an? Tja, Moment mal, Bodo. Moment mal, Bodo. Also, ich glaube, es ist schon relativ naheliegend, das Ding sich sauber zu drücken. Null Augen in den Skat, Herz zu nominieren. Ja, hätte nicht so wirklich hingehauen. Warum, das sehen wir gleich. Denn was hat der Spieler hier gemacht? Und das will ich euch einfach mal direkt vorführen. Danach kommen wir dann zu der Lösung, was wahrscheinlich funktioniert hätte und wer von euch dabei gewesen wäre. Also, ich habe es jetzt hier schon mal auf zweifache Geschwindigkeit eingestellt. Ich sitze ganz entspannt im Skat Community Club, habe hier eine Karte in Mittelhand, wo ich bis 24 mitgehe. Auch hier schon der Löschi in Vorhand, der lässt sich noch ein bisschen Zeit, der hat auch schon was. Und ich komme einfach nicht ran und dann geht die wilde Fahrt weiter. Hinterhand, Reiz und Reiz und er bekommt es bei 33 und jetzt ist der Moment, wo er gerade diesen riesen Skat aufgenommen hat und wahrscheinlich noch gar nicht so richtig sein Glück fassen kann und dann sich überlegt, aber eine Reizung ist drin, aber was machen wir? Und dann muss der Moment gekommen sein, wo ihm irgendwie der Herz vielleicht zu langweilig war? War ihm der Herz zu langweilig? Oder wo er dachte, hey Leute, mit der Findung, das muss doch ein Grang sein, das kann doch keine Verarschung sein, das macht der Skatgott nicht. Aber dann, ja, schaut, was passiert. Der Skatgott hat doch etwas getan. Pik König, ich war erst noch nicht sicher, ob ich vielleicht sogar Herz Dame abschmeiße, weil oft kriegst du ja auch nichts. Aber dann habe ich doch gestochen. Und als dann dieser Abstich kam, habe ich schon gesagt, plötzlich hatte ich diese Idee, Moment mal, wenn mein Partner noch einen Buben hat, wenn der nur über die Vollen aufgebaut ist, dieser Krang, dann wird es jetzt ein richtiges Gemetzel. Dann können wir was sehen, was es beim Skat so eigentlich gar nicht gibt. Und da kommt der Kreuzbube. Und jetzt droht Schneider schwarz, wenn Karo getroffen wird von meinem Partner. Was macht er? Was macht er? Und er trifft Karo. Und da ist das Ding gelaufen. Das war es für den Alleinspieler. So sieht das also aus, wenn du beim Skat ein Spiel Schneider schwarz verlierst. Und ja, obwohl 21 gedrückt sind, die Frage kommt ja auch manchmal, sind es minus 288, es zählt Schneider schwarz, denn die Regel ist beim Skat, kein Stich ist Schneider schwarz, egal wie viele Augen du gedrückt hast. Das war also die Karte und natürlich saß es heftig dagegen. Können wir uns hier einmal anschauen, Vorhand hat auch ein Zweifarbenspiel, nur Pik und Karo und die Bauern in der Hand, das hat er 33 gereizt. Mein Blatt habt ihr eben gesehen und deswegen ist wahrscheinlich die naheliegende und einzige Lösung die Reizung ernst nehmen, 21 Augen in Pik drücken, Herz nominieren. Was wird passieren? Pik König kommt raus, Herz Dame stechen, einfach überstechen und schon wird das Spiel gewonnen, obwohl später das Kreuz Ass auch noch abhanden kommt. Das ist der Weg zu gehen.